Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich Sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt ein Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Du bist nicht in der Lage, gegen uns zu kämpfen. Ich verstehe. Ich hoffe wirklich, dass Sie Ihre privaten Probleme bald lösen. Dieser Mordfall. Was wissen wir darüber? In einem Sexclub in Downtown wurde ein Toter gefunden. Laut Bericht könnte ein Android involviert sein. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Ich muss das hier erstmal angucken. Was stand da? Der Cutscene haben wir es gesehen. Hier können wir es leider nicht sehen. Hank ist ausgenüchtert, bringt Hank saubere Kleidung. Okay, der Kleiderschrank ist hier. Was möchten Sie anziehen? Scheißegal, okay. Scheißegal ist das hier. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Offensichtlich nicht. Gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Timer läuft. Präsidentin Warren sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus. Putz dich erstmal aus. Und forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen. Michigan Kodos. Doch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Viele Experten befürchten nun, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag... Ah ja, dritter Weltkrieg halt im Mund. Das war noch nie wahrscheinlich. Damals 2018 nicht und auch heute nicht. Anderson Cole, na, sein Sohn wahrscheinlich. 1929 geboren, gestorben 1935. Wahrscheinlich durch Androiden. Deswegen hat er Probleme mit Androiden. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Aha. Das sieht erbärmlich aus. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Hank ist Suizid gefährdet. Das ist eine wichtige Information. Die haben jetzt Sachen nicht gefunden, weil dann Hank rauskam. Okay, im Zen-Garten auftauchen. Amanda anschließen, bei Hank eintreffen, wir haben alles, gefunden, klingeln, achso klingeln, Auto überprüfen, Schlafzimmer überprüfen, Fotos, Wohnzimmer überprüfen, das Wohnzimmer überprüfen, an der Tür klopfen, Hank decken und einbrechen, Haus betreten, Hanks Hund greift an, Hanks Hund beruhigen. Ja, wir hätten auch angegriffen werden können, wenn wir nicht beruhigt hätten. Hank analysieren,
Hank ins Bad bringen. Verständnisvolle Haltung. Streifendes Shirt nehmen. Streifiges Shirt. Hippie-Shirt. Aha. Herausfinden, dass Hank russisches Roulette gespielt hat. Bild von Hanks Sohn finden. Und da haben wir noch einige Möglichkeiten ausgelassen. Hank ist bereit zum Eden Club aufbrechen. Ah, ja. 6. November 2038. 20:01. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Wir gehen zum Cyberlife-Lager. Okay. So viel werden wir nicht entdeckt. Wenn wir zu tollpatschig sind. Genau. Vorsicht. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Na dann. Auf geht's. Ein bisschen Kletterparcours. So, na komm. Jetzt steckt man gerade in ihm. Cyberknife. Okay, da kann man nicht springen. Sehr schade. Aber hier. Komm hier auf. Bürgenhof. Ist jemand. Oh, verdammt. Markus, da lang. Wo willst du denn hin? Du hast verpennt. Gute Frage. Wem können wir überhaupt noch folgen? Alles verkackt. Ein bisschen die Orientierung verloren. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Na komm. Ich hoffe, das war jetzt nichts Entscheidendes. Erfolg oder Verlust, wenn wir nur aufgefolgt wären. Und was geschafft, wenn sie mal nicht. Ah, da ist sie ja wieder. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Na dann, Quick Game Events des Todes. Es ist schon kommen. Wieder sowas. Würde bemerkt werden. Zum Glück können wir es hier versuchen. Es wäre zu hoch.
Ja, hier lang. Und ich schätze mal direkt da dran, aber erstmal hier. Wäre zu weit. Berechnen und los. Tun wir es. Ach, müssen wir jetzt sogar selbst machen. Wird nicht wieder automatisch gemacht. Fast automatisch. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Wir wollen nicht entdeckt. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Okay. Kisten durchsuchen, da hinten. Was haben wir hier? Blaues Blut. Oha. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Ach du Scheiße. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Legt noch ein Messer. Tja. Hätte uns verpfiffen. Steck den Rest ein und dann nichts wie weg. Such weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Große Kiste. Blaues Blut. Blaues Blut für rotes Blut. So schaut's aus. Gibt es noch was? Ich habe mich entschieden, mit Marcus die Hardcore-Variante zu nehmen. Der wird alles für die Mission. Und wenn Leute dabei drauf treten und drauf gehen. Befreien, widerstießen. Ihr könntet mitkommen. Und befreien sie. Unterstützer für die Mission. Rekrutieren neuer Abweichler für die Sache. Wir brauchen Leute. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Okay. Herunterspringen. Ich komme jetzt mit oder wie? Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Und die drei anderen nehmen auch mit. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind.
Was meinst du? Sie brauchen die Hilfe. Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Und den Schlüssel. Ich hoffe, wir werden es nicht bereuen. Richtig, kann man nicht ausschalten. Fenster, Tür, drüben. Ab durchs Fenster. In die Toilette. Verdammt. Schlüssel. Warum bellen Sie schon? Schon wieder. Vielleicht das Wetter. In 2 Wochen, da ist der Schlüssel. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Okay, wie kommen wir da jetzt ran? Wachen bedrohen. Das müssen wir wahrscheinlich sowieso. Nimm. Ich will euch nicht erschießen, also macht keinen Blödsinn. Das kann auch friedlich gehen. Benutze den verdammten Schlüssel. Macht keinen Scheiß. Sie machen Scheiß! Kriegt ihr mehr Events? Verdammt! Hätte nicht sein müssen. Verdammt. Okay, sie sind nur ohnmächtig. Ich muss hier keinen erschießen. Schnell raus hier. Erfolg. Was ist jetzt auch noch mit dem Nest ab? Schnell, rein hier! Perfekt heißt. Fahr von den Docks weg. Ach, scheiße. Kein Fahrlevel, bitte. Dann fahre ich hier noch zu Schrott hier. Oha. Ist hier eine Kontrolle oder? Ne, die sind zum Glück beide ohnmächtig. Deswegen haben wir hier keine Probleme mehr. Großartig.
das lief ja bestens. Teile für alle. Eine Wagenladung! Wir haben die ganze Ladung geklaut! Wir haben Biokomponenten für alle! Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Bewundert. Das brauchen wir. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Wir brauchen Anhänger. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Über eine Revolution. So schaut's aus. Jericho's Held. Das war wahrscheinlich das beste Ending, was wir hätten kriegen können. Ich glaube, es noch zwei andere Endings. Wahrscheinlich hier ohne den Truck zu kommen, einfach mit den Sachen, die wir mitgenommen haben, im Rucksack und ohne alles entkommen. Schauen wir es uns mal an. Suche nach Teilen. Aufs Dock klettern, nur folgen. Fast entdeckt wurden, oha. Auf Container klettern, sich Cyberlife nähern, mit mal Simon oder No folgen können, das hätte absolut nichts geändert, außer einen anderen Weg. Drohne blockiert Weg, Drohne ausschalten, Markus unverletzt, der hätte auch verletzt werden können dabei. Okay, wie? Verstehe ich nicht, aber okay. Cyberlife erreichen, Ersatzteile sammeln, Security Android taucht auf, Android packen und verstecken. John wird zum Abweichler. Wache sucht nach Androiden, Angriff, Nox vergießt Blut. Das erste Blut der Revolution. Hier hätten wir auch einen Weg finden können, wie wir hier einiges so springen halten können. Hätten wir es wahrscheinlich sehr verkacken können, dann hier hätten wir entdeckt werden können. Und dann hätten wir hier schon, wären wir fast direkt zum Ende gekommen. So, fortsetzen, Androidenkiste finden, Androiden befreien. John möchte dabei sein. Annehmen. John erwähnt Schlüssel. Also wenn wir den abgelehnt hätten und wer hätte das nicht erwähnt, dann hätte man die Möglichkeit überhaupt nicht gehabt, den ganzen Weg hier annehmen. Hier hätten wir es ablehnen können, dann wäre es direkt hier weitergegangen. Raum betreten, Schlüssel finden, noch nicht betreten können, Wachen bedrohen, Wachen außer Kraft setzen, außer Gefecht setzen, hätten wir auch noch friedlich machen können, dann wäre es hier wahrscheinlich geendet irgendwo, oder wir hätten es, nee, das ist wahrscheinlich das Ende erschossen werden oder so, wenn wir die Wachen nicht außer Gefecht gesetzt hätten, wären wir hier aufgeflogen oder, genau, das ist das Ende. Mit Lastern kommen. Markus hat einen Laster voller Teile gestohlen. Das lief ja optimal für die Mission. Für die Sache. Sexiest Androids. 20.17 Uhr. Da haben wir also Connor und Hank. Mein Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay.
Dann mal los. Scheiße. Hank angespannt. Ja. Gut. Na dann. Der Eden Club. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Willkommen im Eden. Ab in den Club. Aha. Was haben wir denn da? Die können sich ein bisschen umgucken. Ah ja, hier gibt's nichts zu sehen. Ja. Genau das, was ich brauche. Jetzt immer noch nichts zu sehen. Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Sich umgucken. Ja. Und Suchretard und... Nichts anderes hatte ich vor hier. Nichts anderes hatte Connor vor. Unser Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Suche den Tatort. So fand den Androiden. Es ist ja nicht immer klar, wer wirklich das Opfer ist. Manchmal ist der Androide auch das Opfer. Ja, manchmal, ja. Manchmal ist der Androide der Täter, manchmal ist er der Opfer, das Opfer. Ich kann nicht mehr reden. Okay, schützt du das Headboard 18:24. Würgemalen, einer ersticken. Herzstillstand. Ja, wurde wohl gewürgt. Was mich sehr an zweifeln lässt, dass er hier Opfer ist. Opfer wurde erwürgt. Opfer vielleicht eher in Anführungszeichen. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Wow, hey, 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 hey! Ah, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut. Modell WR500 Seriennummer sowieso. Schwer beschädigt, schwer beschädigt. Schauen wir mal uns die Sache an. Reaktivierung erforderlich. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Na, das wird spannend. Und dann sieht es so aus, als...
wenn wir da zu viel gewollt haben. Und sie hat sich einfach gewehrt.